So, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Assassin's Creed 2. Ich habe mich hier mal ein kleines bisschen umgeschaut und anscheinend haben wir einmal das Ziel New York. Dann haben wir Hereford, Stamford und Houston. Oh Gott, ich spreche das wahrscheinlich alles komplett falsch an. Dann Waterbury. Boston ist ja klar, das ist ja auch unser Ziel. Cambridge. Und Burlington. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Ja, in der letzten Folge haben wir das Intro uns angeschaut. Da hatte uns William, unser Vater, nochmal alles erzählt, was wir so über die... Ah, ich kann doch mit Leuten sprechen. Interessant. Ja, nochmal einen kleinen Rückblick gegeben. Und wir haben den Tempel gefunden, den wir bei dem letzten Teil entdeckt haben, in dem Teil in Revelations. Und ja, haben auch unser erstes Ziel in der letzten Folge assassiniert? Eliminiert, sagen wir es einfach eliminiert, indem wir bei einer Oper gewesen waren, sind. Deutsch lässt wieder mal grüßen. Ja, ich hätte mir am liebsten das Opernstück angeschaut, aber wir mussten unserer Arbeit nachgehen und sind jetzt auf dem Schiff Richtung Amerika. Und jetzt werden wir nochmal mit den Herrschaften hier reden. Wo muss ich hier? Ja, interagieren. Einen Moment Zeit. Ah, noch ein Londoner. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hocherfreut. Engländer Manieren. Hayden Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja? Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Das stimmt. Und die Texturen sind auch wundervoll, ne? Wenn man sich mal hier die Taschen und Jacken anschaut. So, was haben wir hier noch jemanden? Das scheint der Arzt zu sein. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Aber wir sind so höflich. Auch. Danke für die netten Worte. Also das Charisma hat es mit Miles auf jeden Fall nicht von Haven. Achso, hier war der Arzt. Und wir können hier Spiele spielen. Okay, das schauen wir uns auch nochmal kurz an. Ich muss sagen, in solchen Spielen bin ich immer extrem schlecht. Fanorona. Man nimmt an, dass Fanorona aus Madagaskar stammt. Es wird auf einem Spielbrett mit 9 Reihen zu je 5 Feldern mit sich überschneidenden Linien gespielt. Jeder Spieler setzt 22 weiße oder schwarze Steine auf das Brett und versucht dann gegnerische Steine zu schlagen, indem er seine Steine entlang der Linie entweder auf einen gegnerischen Stein zu oder von ihm wegbewegt. Ziel. Schlagen Sie alle Steine des Gegners. Regeln: Schlagen Sie gegnerische Steine, indem Sie auf sie zu oder von ihnen wegziehen. Wenn ein Stein geschlagen wird, werden gleichzeitig alle ununterbrochenen auf derselben Linie dahin liegenden Steine geschlagen. Schlagen ist Pflicht. Wenn nicht geschlagen werden kann, kann der Spieler einen beliebigen Stein auf ein benachbartes leeres Feld ziehen. Wenn es nach Entfernung eines gegnerischen Steins möglich ist, einen gegnerischen Stein zu schlagen, kann der Spieler so lange Züge verknüpfen und weiterziehen, bis er nicht mehr schlagen kann. Ein Stein darf innerhalb eines Zuges nicht zweimal auf dasselbe Feld gezogen werden. Ich habe keine Ahnung, wie das den ersten Zug machen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Den Auswahlcursor. Welchen denn? Ach, den hier. Ich wähle den Stein und schlage den. Und dann... Welchen Stein muss ich denn jetzt schlagen? Hier? Hä? Ey!
keine Ahnung. Also ist es wohl nur diagonal? Hä, warum kann denn der jetzt... Was ist das denn für ein Hall? Also, sag mal. Was ist das denn für ein Müll? Ich möchte das hier. Ich verstehe das Spiel nicht. Nein, ich will abbrechen. Ich will das hier. Und will hier hin. Dann kann ich nicht hier hin. Dann machen wir das hier. Ich verstehe das nicht. Ach nein. Ach, es ist der wo dran. Ich. Warum kann denn der jetzt einfach meine jetzt nehmen? Ich verstehe das Spiel einfach nicht, wie die Regeln jetzt sind. Ich meine, ich bin jetzt echt nicht so doof. Ja. Das möchte ich. Ach so, hä? Aber warum darf denn der jetzt zweimal? Ich verstehe das nicht. Der Martinstein. Kann ich nicht Schach spielen? Das verstehe ich ja wenigstens. Ach so, ich muss ja den wegziehen, oder? Und das jetzt hier funktioniert so. Möchte gerne. Moment. Kann ich ihn nur hier hin bewegen und dann? Aber warum denn nicht die anderen beiden Steine? Häfen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber alles klar. Da habe ich wahrscheinlich auch meine ganzen Prüfungen bestanden. Wenn sie nicht schlagen können, können sie einen auf den Nachbar, keine Ahnung, oder den. Das wird ein bisschen doof, weil der kann jetzt meinen Schein zwar nehmen, aber kann ich nicht den Schein einfach nehmen? Ach, ah, ich glaube, ich verstehe das Spiel. Ich verliere gerade zwar Haus hoch, das ist immer ein bisschen wie wurscht. Oder mal so. Ach so, ich muss wahrscheinlich so, jetzt kommt der hier hin. Mache ich das aber so? Nee, ich will nicht hier. Warte mal, dann nehmen wir einfach den Stein hier. Ah nein, ich muss den nehmen. Aber wenn ich jetzt hier hingehe, zieht der einfach weg. Oder warte mal, kann ich das so machen? Und kann den Stein nehmen. Okay, aber dann kann der ja... Oh gut, dann kann ich ja den Stein dann nehmen. Genau, okay. Ich habe nur noch zwei und ihr habt eins, zwei, drei... Wie viel habt ihr? Noch sieben. Also, ihr habt eher mich wahrscheinlich. Mache ich das jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung. Gut. Nee, ich... Ja, nicht hier hin, weil wenn ich jetzt hier hingehe, dann kann er ja meinen Stein wegnehmen. Aber ich kann nur hier hin. Das ist ja voll gemein. Ach so, hä? Ich verstehe das nicht. Okay, nehme ich jetzt einfach das hier. Und dann... Und noch die anderen Steine. Oder? Jetzt die drei, ne? Ja, oh, eben langsam verstehe ich das Spiel. Na, kommen Sie mal her zu mir. Das greift mal richtig an. Wir gehen richtig hardcore jetzt hier rein. Nehmen wir mal den hier und tu den auch mal ganz entspannt mitziehen. So, wenn ich jetzt den hier hin, dann kann ich den nehmen, ne? Ja. Ha! Ich habe gewonnen. Ja, ich bin immer so jemand, der ne, ganz viele Sachen immer vorher verliert, wo ich dann immer im Nachteil bin. Und dann komme ich aber von hinten und gewinne trotzdem. So.
Ist es genau das gleiche Spiel hier nochmal? Oder ist es was anderes? Oh Gott, nee, das ist Mühle oder Halma oder irgendwas in der Richtung, oder? Oh. Ich muss ja sagen, ich hasse ja eigentlich Brettspiele. Prinzipiell. Alle Spiele. Also bei Monopoly bin ich immer gerne die Bank, weil ich ja nicht spielen muss, aber so prinzipiell bin ich echt kein Spielemensch. Deswegen ist es hier wirklich für mich eine sehr große Herausforderung, das in einem Spiel zu spielen. Neuner Mühle Anfänger. Das Mühlenspiel geht mindestens auf die Zeit der alten Römer zurück. Die amerikanische Variante Nine Man's Morris wird dort oft auch Cowboy-Schach genannt. Es wird auf ein Spielbrett mit 9 Steinen pro Spieler gespielt. Die Spieler sitzen und ziehen abwechselnd und versuchen, 3 Steine in einer Reihe anzuordnen, um damit das Recht zu erhalten, einen gegnerischen Stein zu entfernen. Ziel: Schlagen Sie die Steine Ihres Gegners, bis dieser nur noch 2 Steine übrig hat, oder blockieren Sie seine Steine so, dass er nicht mehr ziehen kann. Regeln: Bei Bildung einer Mühle kann ein gegnerischer Stein entfernt werden. Eine Mühle besteht aus 3 eigenen Steinen in einer geraden Reihe. Wenn eine Mühle gebildet wird, kann ein beliebiger gegnerischer Stein entfernt werden, der nicht ebenfalls Teil einer Mühle ist. Setzphase: Die Spieler setzen abwechselnd ihre Steine auf leere Felder auf dem Spielbrett. Zugphase: Die Spieler ziehen abwechselnd mit einem beliebigen Stein auf ein jeweils benachbartes Feld. Sprungphase: Wenn ein Spieler nur noch 3 Steine hat, darf er mit ihnen auf beliebige leere Felder auf dem Brett springen. Ja. Benutzen Sie Auswahl-Cursor, um Steine auf leere Spiele. Ich habe keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt zu helfen? Machen wir einfach mal so. Ist es wie Tic-Tac-Toe? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche ja 3 auf einer Linie, ne? Das war mir klar. Du Hund. So, dann machen wir es einfach mal so. Ich meine, es ist der Anfänger, ne? Boah, ist der schlau. Dann machen wir es einfach so. Kann man es eigentlich auch diagonal machen? Ich weiß es gar nicht. Mein Gott, ist der ein Fuchs? Wir machen es einfach mal so. Ich glaube, keiner von uns wird dieses Spiel gewinnen, oder? Wird wirklich so Mühle gespielt? Oh nein, hat er jetzt gewonnen? Warum habe ich denn noch einen Stein? Das ist einfach mal so. Und jetzt haben wir ein Problem, oder? Benutzen die Auswahl-Cursor, so was machen, um genau ein leeres Feld zu ziehen. Ah. Ah, das Problem. Ach nee. Wenn ich das jetzt wegziehe, kann der hier hinziehen. Okay. Das, oh, der ist ja richtig. Das ist ein schlauer Fuchs. Obwohl, wenn ich das so mache. War das jetzt schlau von mir? Eigentlich nicht, ne? So. So, da kommt er bestimmt. Ach nee, was macht der denn? Machen wir mal so. Zack. Das ist ja jetzt richtig doof. Oh, ich bin ja wirklich jetzt richtig. Ich kann ja gar nicht so viel machen. Der hat mich richtig eingekesselt, ne, der Hund. Ich glaube, das Spiel werden wir echt verlieren, ne? Ha ha!
Ne, dann machst du irgendwas so. Es kann ja das bitte mal hier rüberziehen, das bitte hier rüberziehen. Bitte. War das jetzt schlau oder war das dumm? Oh, ich habe ja gar nicht mehr so... Oh. Ich habe nur den, ne? Gut, ich habe den hier noch. Abbrechen. Ich möchte gerne den hier hin. Also einfach so. Ich glaube, das wird nichts werden. Er kann ja so nett sein und mal richtig doof das alles machen. Ich folge den einfach mal ganz unauffällig. Nee. So, ne, abbrechen, das. Machen wir mal hier hin. Wollen wir einfach eine Runde rum mal machen, Schätzelein? Das ist aber auch wieder jetzt richtig doof, weil. Was soll ich denn jetzt ziehen? Ach so, hier, das kann ich ziehen. Auch drei. Ah, ich weiß, was ist das denn für ein Hund? Ich weiß, was der macht. Der macht das jetzt hier hoch und zieht das hier rüber. Ach, ist der gemein. Ach nee, der ist ja doof. Und was soll ich jetzt machen? Kann ja gar nichts machen. Ich kann nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich bin einfach eingekesselt. Achso, und ich kann das hier. Hm. Mach es einfach mal kurz so. Wir haben ja Zeit mitgebracht. Ich habe verloren. Warum denn? Ey, warum habe ich verloren? Kann ich ihn schlagen? Nee. Oh, hier haben wir noch. Oh, wie sehen denn die Schweine aus? Ja, voll viel Fell. Ich hoffe, die werden... Oh, die armen Gänse. Ach nee, es sind Fische. Ja, also ich meine, Fisch und eine Gans, die sehen schon echt gleich aus, ne? Kann man schon mal miteinander verwechseln. Captain? Mr. Kenway! Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Ey, aber wir kommen aus einem Adelshaus, gut zu wissen. Auf das Oberdeck klettern. Ja, aber ich möchte nur mit dem anderen Typen reden. Haven, du kannst auch noch einen Schritt schneller gehen. Das würde dir nicht wehtun. Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei. Aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Gut zu wissen, dass die Providence ein sicheres Schiff ist. Das ist voll toll zu wissen. Und jetzt gehen wir mal zu dem Typen dort. Oder? Müssen wir zu dem Typen hingehen? Ja. Um auf das Oberdeck klettern zu können. Hallo. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein.
Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Oh! Ihr seid ein wahrer Spaßvogel, was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Oh ja, Prügel! Das reicht, Graves. Halt dich da raus! Prügel, Prügel, Prügel. Eh. Jawohl, ja. Ja, halt doch eh. Und jetzt? E gedrückt halten. Ja, ich drücke E. Spiel. Kann ich nicht einfach... Ich will ihn schlagen. Ich will ihn schlagen. So. Tja. Ach so. Hä? Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs. Lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Ja. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja, etwa nicht. Ach, helfen. Oh. Gebt ihr auf? Niemals! Wie gefällt euch das jetzt? Okay, entwaffnen, wie funktioniert das? Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Miet, wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumtollen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Oh. Da ist euer Messer. Er ist so cool. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Oh! Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Oh. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Ach, der ist aber fassungslos. Ja, mir lassen nicht alles gefallen. Tag 28, Atlantischer Ozean. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Ja,
Ja, aber wir gehen erst nächste Folge ans Werk und werden mal schauen, ob wir wirklich eine Meuterei planen und wer dahinter steckt und ob wir die natürlich aufhalten können. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.